Hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil 2. Leider ist mir was passiert. Und zwar war das Problem, und ich bin gerade richtig angepisst, dass mein Aufnahmegerät gar nicht richtig funktioniert hat, sondern es war so, Leute, ohne Mist, es war wirklich so, dass ich gespielt habe, ja, und leider hat mein Aufnahmegerät nicht wirklich aufgenommen. Und somit habe ich leider gespielt, fast über 40 Minuten, ja, und bin eigentlich schon eigentlich weit gekommen. Das Problem ist einfach, oder mein Problem ist jetzt einfach, dass ihr gar nicht wisst, was ich alles gemacht habe. Und zwar waren wir hier überall und hier überall. So, mein Problem ist, ich weiß nicht, ob ich das als Folge 4 jetzt rausbringe und dann ein neues Spiel anfange oder nicht. Und euch dann das, was ich alles gemacht habe, dann rausbringe, was gerade für mich richtig ärgerlich ist, weil ich überlege die ganze Zeit, nehme ich jetzt nochmal neu auf und ja, oder belasse es jetzt einfach. Ja, wir haben jetzt die beiden Medaillen hier eingesetzt. Wir hatten mit dem Captain hier geredet, mit dem Marvin. Wir haben Inventarplätze, wir haben das mit der Hand gemacht. Wir haben auch eine ID-Karte bekommen, Munition. Und ich hatte auch Erfolg freigeschaltet, weil ich einen Zombie mit einem Messer abgestochen habe und ihm gleichzeitig eine Granate in den Hals gestopft habe. Ja. Und ich bin wütend. Ich bin wirklich sauer, weil ich einfach nicht weiß, soll ich jetzt nachspielen? Soll ich nicht nachspielen? Soll ich weitermachen, ganz normal, oder soll ich es einfach, ja, lassen? Es wäre schön, wenn ihr mir in die Kommentare schreiben könntet. Ich meine wirklich könntet, weil ich das gerne wissen möchte, ob ich... Weißt du was? Du gehst mir auf den Sack. Ob ich jetzt das Spiel nochmal neu machen soll, bis zu dem, ach du Scheiße! Wo kommst du denn her? Ja, ihr könnt es mir wirklich gerne sagen, weil ich weiß nicht, was ich machen soll. Leider hatte ich beim Speichern nicht, ja, ich glaube, ich hole mir mal ein Heilkraut. Wer weiß, oh, was hat die? Achso, mein Messer hat sie, so, gut. Ja, das ist, ich bin jetzt hier wirklich genervt. Ja, ich bin wütend. Darauf könnt ihr euch wirklich verlassen, dass ich wirklich wütend bin.
Weil ich, ja, weil ihr dann was verpasst. Ihr habt ein Part ja so gesehen verpasst, weil wisst ihr, was ich meine? Und für mich ist das wirklich ein bisschen frustrierend, nicht frustrierend, aber ärgerlich. Bleibt liegen. Weil, naja, weil ihr so gesehen was wirklich verpasst und ich, oder wirklich was verpasst hat und ich weiß einfach nicht, was ich machen soll, ganz ehrlich. Oder wisst ihr was? Wie gesagt, ich warte darauf auf eure Kommentare. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren reinschreiben, ob ich nochmal neu spielen soll, bis dahin, wo ich in der zweiten Folge war. Verdammt nochmal. Oder ob ich es so lassen soll und das als Part 3 nehmen soll. Wie gesagt, da könnt ihr in die Tasten schlagen, so gesehen, oder was heißt schlagen, ne? Ihr könnt in die Tasten hauen und mir dann wirklich sagen, was ihr besser findet. Und ich hoffe, die bleiben liegen. Jetzt bin ich hier. Hier ist was. Okay. Und wie gesagt, schreibt. Okay. Oh Leute, mach einmal Pause. Ich muss einmal gucken, ob der weiter aufnimmt, weil ansonsten muss ich wirklich nachspielen. Nein, er nimmt weiter auf. Das ist schon mal mein Glück. Ja, habe ich. Ich hab nichts mehr. Ich habe Bretter. Ja, komm die. Aua. Kann sein, dass ich hier jetzt sterbe. Ich hoffe mal nicht. Ah, dieses verdammte Mistvieh. Sterb doch! Kann ich nicht ausweichen? Oh oh. Ich gehe mal wieder. Zum Speicher, ich brauche wirklich Heilung. Und ich muss gucken, ob ich eine andere Waffe habe. Mit der lieben Claire. Ja, ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ich habe noch nicht mal Munition. Das ist jetzt gerade mies. Ich überlege, Leute. Bin wirklich am Überlegen.
Aber wie gesagt, ich warte jetzt einfach mal darauf, was ihr gesagt, was besser für mich wäre. Ob ich nehme noch ein Wort mit, ob ich noch mal neu spielen soll oder nicht. Ich bin Warnung. Trotzdem nehme ich nehme noch Vorsichtshalbmaße das erste Hilfespray mit und gehe wieder zurück. Ja, wie gesagt, es ist halt gerade ärgerlich. Und von daher, ja, keine Ahnung, was ich machen soll. Ich bin ehrlich. Aber ich will euch auch nicht enttäuschen. Von daher. Alter! Okay, jetzt. Ich habe nur noch 5 Munition. Scheiße. Und dieses Scheiß-Vieh lässt sich hier nicht. Also auf jeden Fall habe ich jetzt mein Messer wieder. Dieses verdammte Scheißvieh. Ja, Leute. Zumal ich habe jetzt auch nicht wirklich Munition. Ich habe eine Batterie. Und, guck mal, 9, 15, 7, das ist das, was, genau, stimmt. Und ich hatte ja Taschenerweiterung bekommen, weil eine liebe Freundin, nichts für ungut, Nadine, oder eine liebe Zuschauerin, Nadine, an dich, es war zwar schön, dass du mir privat diesen Code hier gesagt hast, die 9, 15, 7, aber mir wäre es lieber gewesen, das selbst herauszufinden, als dass man mir das sagt. Aber okay, ich danke dir trotzdem. Ja, Leute, ich habe wieder schwitzige Hände und ich bin richtig gerade mit so viel Adrenalin gepumpt. Ja, internes Memo. 22.09.1998. Interne Bürobedarfsverlegungsmitteilung. Hitzebeständiger Tresor mit 3-Zahlen-Schloss von Stars Büro im zweiten F, ich glaube zweites Geschoss, ins Büro Westseite erstes F verlegt. Okay, Moment. Ach so, ja, das ist ja das, ja, brauche ich eigentlich nicht aufschreiben. Die Kombination lautet links 9, rechts 15, links 7. Bitte Kombination sofort nach Erhalt ändern. RPD Hausmeister. Okay, gut. Ja, wie gesagt, es tut mir wirklich sehr, sehr leid für euch, dass das so gekommen ist. Ich brauche dringend Munition. Naja, wenigstens habe ich ein rotes Kraut. Aber ich brauche kein rotes Kraut, Leute. Ich brauche wirklich, ja, ich brauche eigentlich Munition. Oh, guckt mal. Oh, und ich habe Waschbärbekämpfung freigeschaltet. Was ist das? Hochwertiges Schießpulver. Na, damit komme ich jetzt nicht wirklich weit, aber trotzdem, Dankeschön. Erste Hilfespray. Okay, einen werden wir benutzen. Ja. Es kann sein, dass wir
Wieder. Okay. Ich gehe einmal wieder zurück zum Speicherort, oder besser gesagt zu der Truhe. Dieses verdammte Scheißvieh. Guck mal, was er gemacht hat. Er hat hier sogar, ich weiß nicht, ob das ein Bug war. Auf jeden Fall hat er in dem Raum ein Löchlein gelassen oder zumindest da gekratzt, obwohl er auch draußen war. Ja. Ja, wie gesagt, es tut mir wirklich sehr leid, dass die Aufnahme für den dritten Teil leider gescheitert ist. Es war nicht wirklich beabsichtigt oder generell, Moment, dass ich das wollte, weil, ja, ich wollte eigentlich, dass ihr alles mitbekommt und jetzt ist es aber so, dass es halt doch andersbar ist. Leider. Ich tue mal eben die Bretter mit da. Nein. Nee, ich lasse die Bretter. Moment. Ich habe drei Plätze. Wer weiß, was ich noch finde. Also tun wir die Bretter erstmal auch da rein. Dann sortieren wir mal. Und dann, wir holen uns die Bretter auf jeden Fall wieder. Und ja, es ist wirklich schade, dass das so gekommen ist. Deswegen werde ich gleich nochmal gucken, ob die Aufnahme weiterläuft. Weil wäre blöd, wenn die wieder stehen bleibt. Und ich will mich aber erstmal hier rein verfrachten. Ja, genau. Ich gehe jetzt einmal gucken, weil das ist gerade für mich besser und für euch ja natürlich auch. Nein, es läuft alles. Okay. Ich bin erleichtert, Leute. Bin wirklich erleichtert. Und kann man das hier? Nein. Oder den PC? Okay. Authentifizierung erforderlich. Dongle in USB-Anschluss stecken. Okay. Habe ich das nicht? Nein, habe ich nicht. Okay. Aber wir haben eine Batterie, Leute. Eine Batterie. Hier noch irgendetwas anderes? Hier ist immer noch rot. Und ich komme hier nicht rein. Anscheinend brauche ich hier irgendetwas. Wäschekammer waren wir auch noch nicht, ne? Ach so, ja, genau, da war ja noch eine Granate, die wir nicht aufheben konnten. Die holen wir uns jetzt gerade mal, die Blendgranate. So. Dann müsste das soweit immer noch rot sein. Okay. Jetzt gucken wir mal. Hier sind lauter Zeitschriften. Was könnte hier noch sein, was wir vielleicht vergessen haben? Ja, hier ist nichts. Vielleicht im Büro. Mir da was vergessen? Nee, auch nicht. Ah, hier ist Müll. Moment, das, ach nee, das ist die Tür. Okay. Ja. Ach ja, Leute.
Nein, hier ist nichts. Ich schätze mal, dass das blau wird, wenn ich da die anderen Sachen geholt habe. Und die liebe Claire läuft mit einem Schuss hier lang. Also ich habe wirklich nur noch einen Schuss. Und dann ist Feierabend. Okay, dafür brauchen wir ein anderes Schloss. Und wir haben diese Tür offen. Ach, guck mal, wo wir sind. Wir sind natürlich jetzt hier wieder. Und jetzt muss ich mein schlaues Büchlein mal holen, weil ich ja den letzten Pfeil bekommen habe. Und zwar, nein, das ist es nicht. Frauenkopf, genau, Frauenkopf. Ach nee. Da, okay. Komm gut. Ja, wie gesagt, hier in der Bibliothek war ja noch was, hier ist noch was, da kommen wir noch nicht durch. In der Wäschekammer auch nicht, also müssten wir in dem Wartezimmer weiter. Ja, da kamen wir nicht lang. Und jetzt stehe ich, weiß ich echt nicht, wie es weitergeht. Jetzt bin ich wirklich an dem Punkt, wo ich sage, wo es weitergeht. Und ja. Ach so, guck mal. Nee, das ist nur eine Pflanze und kein Heilkraut. Ja. Ah ja, und wir haben mit Leon gesprochen. Genau. Und ja, Leute, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber jetzt weiß ich echt nicht, wo ich hin muss. Wir gehen mal ganz nach oben. Vielleicht kommen wir da weiter. Nur das Problem ist, wenn jetzt irgendein Zombie kommt, haben wir nämlich natürlich die Arschkarte gezogen. Weil, wie ja, wie gesagt, wir haben nur noch einen Schuss. Und ja, ist dann gerade scheiße. So, hier kamen wir nicht weiter. Hier ist nichts. Da hatten wir uns ja am Anfang alles geholt. Hier kamen wir auch nicht. Hier liegt nur eine Vase. Diese Clowns, ich hasse Clowns. Ich weiß nicht warum, aber ich hasse sie. Guck mal. Ach so, ich muss hier den Sprengsatz. Nee, ich brauche C4, genau. Um da reinzukommen. Ja. Natürlich ist es wieder so, dass man nicht von da weiß, wo lang. Ja, ist jetzt wirklich ärgerlich,
Weil wir haben ja noch nicht mal hier das Teil. Vielleicht können wir das hier mit? Nein. Ja, mal schauen, was wir finden. Aber hier vielleicht mal. Munition, perfekt. Und jetzt haben wir 13 Schuss. Ist hier auch noch was? Nee. Ja, hier brauchen wir was. Na, in der Bibliothek ist so gut wie gar nichts mehr. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt alles systematisch hier absuchen. Und hier mich hier oben mal komplett so umschauen. Nö. Hier war ich ja noch. Wartezimmer, hier liegt doch, ach, hier liegt doch noch was. Da ist es hier wirklich we nur wegen diesem Tresor hier. Nur wegen diesem Tresor hier. So, jetzt bin ich hier. Ja, wie gesagt, es ist jetzt gerade schwer herauszufinden, wo ich hin müsste. Hier brauche ich eine Kurbel, um weiterzukommen. Hier war ja gar nichts mehr. Ach so, das war das hier, okay. Ah. Leute. Hier kommen wir ja auch noch nicht mal weiter. Versteht ihr, was ich meine? Und ich suche hier jetzt wirklich systematisch alles hier ab. Wisst ihr was? Ihr geht mir gerade tierisch auf den Senkel. Arschloch, genau. Okay.
Wir verbrauchen jetzt nicht unsere letzte Munition. Hier waren wir auch schon, ne? Ja. Ich habe echt keine Ahnung gerade. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen beim ersten, bei der, eigentlich bei Part 3. Ja, ich gehe mal in den Presseraum. Vielleicht war da irgendwie ein Fenster oder sonst irgendwas. Irgendetwas, wo ich einmal rüberklettern könnte. Hier ist nicht. Hier ist rein gar nicht. Das Einzige, was hier ist, ist hier. Und da kommen wir nicht durch. Und ich sehe hier auch kein kleines Fenster, wo ich einfach mal drüber klettern könnte. Hier ist das Klopapier. Hey, du hast gezuckt. Das habe ich gesehen. Was am Zucken? Vielleicht. Ich bleib bitte liegen, okay? Ich habe keine Munition mehr. Du auch. Hier wollte ich rein. Aber hier ist nichts. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, Leute. Sehen wir mal. Vielleicht war was in der Toilette, was ich leicht übersehen habe. Da gehen wir jetzt erstmal rein zu den Toiletten. Okay, Claire müsste mal auf die Toilette. Ist aber rein gar nichts, ne? Und in so einen kleinen Lüftungsschacht kommt sie ja auch nicht rein. Können wir den Düppel da nicht nehmen? Aber vielleicht diese... Ne, hier können wir auch nichts machen, Leute. Aber hier können wir auch nichts machen. Das hätte man uns ja angezeigt, ne? Das ist die Tür. Vielleicht war ich hier vielleicht was. Hier drinnen meine ich. Irgendetwas, was wir bräuchten oder gebrauchen könnten. Ich meine, wir waren ja hier drinnen. Boah.
Moment, Leute. Ich habe mich jetzt erschrocken. Ich bin gleich wieder da. So Leute, da bin ich wieder und es tut mir wirklich sehr leid. Ich bin gerade hier am gucken. Da muss doch hier irgendwo. Irgendwie muss ich doch weiterkommen. Schließfächerraum. Moment, bei dem Schließfächerraum war ich ja auch noch nicht, ne? In den Aktenraum, da ist die Tür verschlossen. Und in den Besprechungsraum kam ich nicht in den Besprechungsraum rein. Wisst ihr was, Leute? Ich werde jetzt mal wieder zurückgehen. Muss gerade gucken, wo ich lang müsste. Nee, das ist die Toilette, genau. Moment. Guck mal hin. Ja, genau. Okay, ich gehe jetzt hier richtig. Oder doch nicht? Doch, ich gehe natürlich richtig. Weil ich will hier in den Empfang, dann hier rum zu diesem Besprechungsraum. Versteht ihr?
um zu gucken, ob ich da weiterkomme. Und jetzt muss ich einmal gucken, ich muss geradeaus, okay. Okay. So, bin ich hier beim... Ah, dafür brauche ich Kreuz, ne? Okay. Da ist die Kreuztür. Okay, das ist der Aktenraum. Ich gehe mal weiter. Leute. Ach du Scheibenkleister! Verdammt, ich habe nur noch 4 Schuss. Nein, jetzt habe ich 0. Jetzt muss ich einmal zurückrennen. Ich muss mir eine andere Waffe holen, Leute. Und eine andere Munition. Dann tun wir die jetzt mal verstauen. Nehmen die mit. Und die natürlich. Die tun wir erstmal hier rein. Wir haben nur... So, und Anpassung. Aber ich habe keinen Schuss. Verdammt, ich habe keine Munition. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Rennen? Ich überlege gerade, soll ich rennen? Die hier nehme ich mir auch gleich mal mit. Ich habe sonst nichts. Mal gucken, was es da gibt. Wenn ich das kombiniere, das tue ich nämlich jetzt auch mal. Ach, Granaten, natürlich. Hier hätte es ja auch anders sein können. Und ich glaube, das sind sogar Säure. Granaten, genau. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich habe eine Blendgranate. Hey, bringt mir zwar jetzt nicht wirklich viel, aber mir bleibt nichts anderes über. Ich muss meine Beine wirklich in die Hand nehmen. Das hier tue ich auch jetzt erstmal da rein. Sortiere das jetzt. Das hier bleibt. Das ist meine Waffe. Das ist meine Blendgranate. Die bleibt. Ja, gehen wir. Wir gehen. Wir gehen jetzt dahin. Wir rennen natürlich dahin, weil wir müssen unsere Beine in die... Ach du Scheiße! Da kommen wir nicht rein, ne? Ach du. Muss gucken, wo ich hin. Ach nein. Ich bin in dem Besprechungszimmer, Leute. Ich bin jetzt an denen vorbeigerannt. Uff, weil ich habe wirklich keinen Schuss mehr, nichts. Und
Ja, ich bin zwar noch gesund, genau, ihr hört, ihr wisst Bescheid, ich bin gesund. Wir haben das C4. Und da brauchen wir jetzt die Batterien, verdammt. Die sind hier drinnen. Hier ist noch ein Brett. Jetzt gucke ich, hier ist noch irgendwo ein Kraut. Da. Den nehmen wir gleich mal mit. So, Leute. Da ist Herztür, da kommen wir wohl nicht weiter. Das heißt, ich. So, wo bin ich denn jetzt hier? Uff. Hey, ich bin hier. Schließfachterminal-Notiz. Auf der Tastatur des Schließfachterminals fehlen einige Tasten. Der Verantwortliche soll Ersatztasten besorgen und das umgehend reparieren. Du weißt, dass du gemeint bist, du Dreckskerl. Wer sonst würde solch einen Mist bauen? So, jetzt gucken wir einmal. Uff. 102, 103. 106, 109. Ja. Oh, ein Gewehr. 208. Moment. Wir schreiben mal eben auf. 208. 203. Da ist nämlich eine Tasche. Seht ihr? 102, 102, 103 und 106, 106 und 109. Ach, 109. Munition, Leute, wir kriegen Munition. Und hier, ja, wisst ihr was wir machen? Weil die Karte brauchen wir ja dann nicht mehr, ne? Und wir nehmen uns das und ja, oh, kein Schuss. Leute, wir haben keinen Schuss. So, jetzt machen wir erstmal am Terminal. Und zwar die nehmen wir die 3 oder die 102. Ich würde erstmal gerne so eintippen. Wir nehmen die 2. So, dann nehmen wir die 100. 2. Die 100. 6. Die 100. 9. Und die 208. Und 200. Acht.
Können wir auch das? Nein. Okay. Wir brauchen noch eine Taste. Natürlich. So, Schießpulver haben wir. Da kommen wir noch nicht dran. Da ist ein Film. Können wir gleich mal entwerten. Hier ist Munition. Die wechseln wir mal. Nee, ich wollte eigentlich die 4. Und dann nehmen wir das. So, wir haben ein Gewehr. Wir haben Pistole, Entschuldigung, wir haben Schießpulver und wir haben einen Film. Ja. Jetzt fehlt uns nur noch die, Moment, wir haben die 106, die 109, die 102, die 208. Jetzt fehlen uns noch zwei Türen. Ja. Da fehlen uns noch welche. Die holen wir uns auch gleich. Da jetzt, ja genau hier rum. Wenn ich hier lang gehe, ist hier gleich der Speicher. Ja, was heißt ja auch Speicher? Müsste auch mal speichern. Und dann werde ich mich für heute mal verabschieden. Ja, Leute. Den Film behalten wir. Das kann da rein. Wir brauchen die Batterie. Und wir brauchen ein rotes Kraut. Dann mischen wir eben. Kombinieren. Perfekt. Und kombinieren. Zünder. Gut. Wir werden auch wohl oder übel den roten Edelstein, ich weiß nicht, wofür wir den noch brauchen oder ob wir den da nachher noch brauchen. Das weiß ich leider nicht. Da war doch noch. Ach so, ja, genau. Wir können mal den Film, wenn wir hier schon mal da sind, können wir auch diesen Film entwickeln. Genau. Erinnerungsfoto. Ja, den haben, merkt ihr, den haben wir ja natürlich, ne? Somit haben wir wieder Platz, natürlich. Ja, und ich bin am Überlegen, ob wir dann hier, wo der Besprechungsraum ist, ob wir uns hier den Weg mal eben kurz freikämpfen und uns den Zombies erledigen. Oder ob wir, ja, ich überlege gerade, wo wir dann noch hin müssen. In die Rüstung. Kammer müssten wir ja auch hin, ne? Ihr wisst es. Und im Wartezimmer war ja auch noch was. Da war eine Tür, hier war irgendwas. Ich weiß nicht, was man da vergessen hat. Hier war ja noch dieser Tresor. Aber ich würde sagen, wir hier doch am Lagerraum West müssten wir auch noch hin. Da war auch irgendwas. Ja. Ich weiß nur nicht, was da war. Was wir da. Da können wir aber beim nächsten Mal gucken. Ja, es tut mir halt wirklich leid, dass ihr leider den Rest davor nicht mitbekommen habt, weil halt, ja, weil das Problem halt war, die Aufnahme, die ja nicht so
mitgespielt hat, aber ich müsste einmal speichern und ich werde wirklich einmal extra speichern, leider. Ja, ich bin mal auf eure Kommentare gespannt, ob ich vielleicht nachspielen soll oder es jetzt so belassen soll. Das wäre schön. Ja, und lasst mir doch ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und es zeigt mir auch, dass euch die Videos gefallen. Und kommentiert, gebt mir ein Feedback. Ja, ein Däumchen nach oben würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und ich wünsche euch wirklich alles, alles Gute. Und bleibt wirklich gesund, denn es ist besser, als wenn man krank ist. Ja, das war's erstmal für heute von mir. Ja, ich bin mal gespannt auf eure Kommentare, was ihr dazu sagt. Ja, und ich sag mal auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Resident Evil. Ja, tschüss.